Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, normalerweise wäre ja heute die Bänderreihe mal wieder dran, habe ich ja gestern gesagt. Allerdings habe ich Band 2 und Band 4 nicht gefunden. Ich habe gestern sehr lange Skyrim gespielt. Nicht nur, weil ich suchen wollte, sondern auch einfach so, weil ich noch mal ein paar Trophäen holen wollte und ich momentan so ein bisschen auf Kurs bin. Dass ich das Spiel vielleicht sogar 100% mache, mal gucken. Ich habe ja gerade irgendwie Bock drauf und überall, wo Bücher lagen, und ich bin auch extra zu Orten hingefahren, wo ich wusste, da gibt es viele Bücher, aber ich habe die Bücher nicht gefunden. Es ging darum, hier, der agonische Bericht Band 1 und Band 3. Es gibt 4 Bänder, ich habe 2 und 4 nicht gefunden, egal wo ich gesucht habe. Ich habe auch im Internet nachgeguckt, es stand nirgendwo, es gab nirgendwo Zeichen, wo es sein könnte. Falls ihr da irgendwie was wisst, könnt ihr mir das gerne sagen, ansonsten werde ich die einfach rauslassen. Wie gesagt, sobald ihr irgendwie was wisst, sagt mir sofort Bescheid, dann suche ich direkt wieder danach. Aber wir machen dann heute einfach die Wahnsinnigen von Reach. Und ja, gucken wir mal rein. Die Wahnsinnigen von Reach, eine kulturelle Abhandlung über die Abgeschworenen, Entschuldigung, von Arius, ein kaiserlicher Gelehrter, alles klar. Seit dem legendären Sieg Tibers im Teams über die barbarischen Eingeborenen in der Schlacht von Roldan stellen die Gelehrten des Kaiserreiches und der Nord die Menschen von Reach kaum besser dar als Wilde, die zu irrationalen Gewaltausbrüchen neigen, zu alten, hetzerischen Göttern beten, sowie Tiere und Naturgeister verehren, um die jede zivilisierte Person am besten einen weiteren Bogen zu machen. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Beschreibungen um wenig mehr als Siegerliteratur, eine eingeengte Perspektive hervorgerufen durch den ständigen Kampf des Kaiserreiches gegen das alte, stolze Volk, das dieses Land bewohnte, lange bevor Tibas Septim in Tamriel das Licht der Welt erblickte. Im Lichte dessen hoffe ich, einen vollständigen, exakteren und gerechteren Überblick über eine Gruppe zu geben, die seit langem ertragen muss als Feind, Aufrührer, alles klar, und die bezeichnet zu werden. Beginnen wir mit den Abgeschworenen, den sogenannten Wahnsinnigen von Reach. Die kaiserliche Armee sieht in ihnen wegen ihrer ständigen Überfälle und Hinterhalte im Fürstentum weniger mehr als Banditen. Doch keiner ihrer Militärberichte fragt nach dem Warum. Wären sie nur eine Gruppe von Banditen, wären sie doch sicher darauf aus, Gold zu erbeuten und ihre eigenen Todesfälle so gering wie möglich zu halten. Doch bei Angriffen der Abgeschworenen ist es genau umgekehrt. Häufig werden große Summen Goldes zurückgelassen und ihre Kämpfer lassen lieber ihre Leben, als die Gefangennahme durch kaiserliche Soldaten zu riskieren. Diese Unstimmigkeiten führten mich auf der Suche nach Antworten nach Markarth, der Hauptstadt von Reach. Dort traf ich eine alte Ureinwohnerin, die in meinen Schriften nicht namentlich genannt werden möchte. Sie erzählte mir von der langen Geschichte ihrer Familie, dass sie glaubt, sie wären ursprünglich aus Hochfels gekommen, der Heimat der Bretonen, was die Ähnlichkeiten in den Gesichtszügen und der Statur der beiden Völker erklären würde. Wie die Nord kamen und ihnen ihr Land, ihre Götter und ihre Kultur nahmen. Als ich sie nach dem Abgeschworenen fragte, sagte die alte Frau, dass sie die wahren Männer und Frauen von Reach seien, diejenigen, die sich weigerten, den Nord nachzugeben. Diejenigen, die immer noch die alten Traditionen befolgten, die der Rest ihres Volkes in Tausch gegen Frieden aufgegeben hatte. Mit der Zeit konnte ich bei meiner Suche das Vertrauen zahlreicher weiterer Ureinwohner gewinnen, die Geschichte der alten Frau bestätigten. Durch Zufall arrangierte einer von ihnen ein Treffen zwischen mir und jemanden, den ich für ein älteres Mitglied seines Dorfes hielt. Ich war schockiert, als ich feststellte, dass ich in einem Lager geführt wurde, das voll mit den Tierschädeln abgetrennter Köpfen und noch schlagenden Herzen war, von denen ich in den Militärberichten in der Kaiserstadt gelesen hatte. Dort traf ich Kortoran, einen Abgeschworenen, der amüsiert über die Aussicht schien, dass ich seine Geschichte niederschreiben würde. Ich gebe sie hier vollständig wieder. Ihr wollt wissen, wer die Abgeschworenen sind? Wir sind das Volk, das sein eigenes Land plündern muss, seinen eigenen Boden verbrennen muss. Wir sind die Geißel der Nord, die Axt, die im Dunkeln trifft, der Schrei, bevor die Götter eure Seelen beanspruchen. Wir sind die wahren Söhne und Töchter von Reach. Die Geister und Hexen haben von Anbeginn hier gelebt und sie sind auf unserer Seite. Geht zurück und sagt eurem Kaiserreich, dass wir uns unser Königreich zurückholen werden. Und an jenem Tag werden wir es sein, die eure Toten in einem Land begraben, das nicht länger euch gehört. Das war's schon. Ja, also, auch wenn es die Ureinwohner sind, ist es crazy. Also, abgeschlagene Köpfe, Herzen, ja. Doch, die sind doch ein bisschen wahnsinnig, so ein bisschen. So ein ganz klein bisschen.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet morgen höchstwahrscheinlich im nächsten Let's Read wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.